Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen. Wie, du scheint nicht frühstücken? Doch, ich trinke halt nur einen leeren Kaffee. Ein leerer Kaffee, wie kann man denn einen leeren Kaffee trinken? Was ist Ja, das? das ist nicht, weil die Tasse jetzt leer aussieht, sondern weil da ist schon noch etwas drin. Ich Ja? trinke meinen Kaffee halt mit Milch. Aber es ist ja so, ein Kaffee ohne was zum Essen dazu, das sagt man bei uns, das ist ein leerer Kaffee. Ein leerer Kaffee. Ach, deswegen brauche ich dann um 10 Uhr immer was mit einer Brezel, wenn ich Ja, morgens bloß einen genau. leeren Tee trinke. So sieht die Welt aus. Also, ich wünsche dir andere Zeit zum Frühstücken und einen schönen Tag. Dir Jo, danke. auch. Oh, ist das lieb von dir, dass du uns einen Kaffee gemacht hast. Dankeschön. Aber sollen wir jetzt einen leeren Kaffee trinken? Nix leerer Kaffee, ich habe was mitgebracht. Weißt du, was das ist? Ich weiß, das ist ja Anis Brot. Echt? Aber ich weiß nicht. Du weißt Was ist das nicht? das? Oh, erzähl Jörg, was ist ja Ah, Anis das ist Brot? ein Tradition. Also ich kenne es als traditionelles Gebäck von unserem lokalen Bäcker. Also ich kenne es als Kind noch von der Bäckerei Esslinger drin. Die hier nennen wir Anisbrotkit. Also es ist ja, wenn man sich das so anguckt, es ist ja nicht. Es ist kross, knusprig, Süßgebäck, quasi wie Keksle. Fällt unter die Zwiebacke. Also es wird nämlich, Zwieback, ja. gut, jetzt muss ich mich outen. Ich weiß natürlich, was es ist. Wir haben hier die Form. So sieht eine Anisbrotform aus. Halbrund. Na? Und da wird erstmal drin gebacken. Und dann wird es, lassen wir es ein bisschen auskühlen, schneidet es in Scheibe und röstet diese Scheibe im Ofen nochmal nach. Und damit ist es ein Dauergebäck und hebt länger. Ich habe sogar das Rezept für euch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es verraten darf, weil das ist das Originalrezept vom Bäcker Esslinger aus Ottmarsheim. 220 Gramm Zucker, 4 Eier schaumig rühren, bis die Masse schön hell ist. Dann 250 Gramm Mehl und ein Beutel ganzer Anis, das sind so 15 Gramm, mit Neiheber in die Form. Ich sage euch was Schlaues, lege der Pergamentpapier nahe. Und dann 25 Minuten bei 160 Grad Umluft backen. Die Masse ist aber für zwei von denen. Blechle da gemacht. Ja. Oder man kann es auch, wenn man es gar nicht hat, in eine Käpsele reinmachen oder in eine Sandkuchenform. Das geht schon. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. So, und jetzt beißen wir auch rein. Schmeckt gut. Lang noch. Greif zu. Anisbrot. Aber was man auch gelangt hat, muss man palten. Das ist so bei Corona. So. Also, jetzt wisst ihr, was Anisbrot ist. Mir lasst es uns schmecken, euch zwei einen guten Appetit und euch alle tschüss. Wenn ihr was dazu sagen wollt, schreibt. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.